Yoshi, das kleine Lamm von Max Lucado. In einem sonnigen Tal lebte das kleine Lamm Yoshi. Es hatte weißes Fell mit schwarzen Flecken und dazu noch schwarze Beine. Deswegen war Yoshi unglücklich, denn alle anderen Lämmchen hatten schneeweißes Fell und ganz ohne Flecken. Es machte den kleinen Yoshi auch traurig, die anderen zusammen mit ihren Müttern und Vätern zu sehen. Er selbst hatte nämlich keine Eltern mehr und war ganz allein. Am meisten betrübte es ihn aber, dass er nicht so herumlaufen und springen konnte wie die anderen. Von Geburt an hatte er ein verletztes Bein, so dass er nur mit Mühe gehen konnte und bei jedem Schritt hinkte. Yoshi konnte den anderen Schafen nur dabei zusehen, wie sie herumrannten und spielten. Deshalb fühlte er sich oft sehr traurig und einsam, außer in Annabels Nähe. Annabel war Yoshis beste Freundin. Dabei wirkte sie auf den ersten Blick nicht gerade wie die Freundin eines Lämmchens, denn sie war viel, viel größer als er. Sie war nun mal eine Kuh. Ihr braunes Fell hatte weiße Flecken, die wie Regenpfützen auf einem Weg aussahen. Ihr Bauch war so rund wie eine Tonne und ihre Stimme klang immer sanft und freundlich. Yoshi verbrachte die schönsten Momente mit Annabel. Die beiden Freunde liebten es, sich vorzustellen, dass sie Abenteuer in fernen Ländern erleben würden. Yoshi hörte Annabel auch gerne dabei zu, wie sie Geschichten über die Sterne erzählte. Schon so viele Abenden hatten sie damit verbracht, in das Tal hinabzublicken. Sie plauderten und sie träumten. Sie waren wirklich die allerbesten Freunde. Doch selbst mit einer Freundin wie Annabel an seiner Stelle war Yoshi immer noch oft traurig. Es betrübte ihn so sehr, das einzige Lämmchen zu sein, das nicht laufen, springen und mit den anderen Schafen im Gras spielen konnte. In solchen Momenten sagte Annabel zu ihm: "Sei nicht traurig, kleiner Yoshi. Gott hat einen besonderen Platz für alle, die sich alleingelassen fühlen." Yoshi wollte ihr das so gerne glauben, doch das war wirklich nicht einfach. Manchmal fühlte er sich halb furchtbar einsam. Eines Tages wurde es besonders schlimm. Die Hirten wollten die Schafe mit ihren Lämmern in das nächste Tal führen, wo es mehr Gras zum Fressen gab. Denn an dieser Stelle waren sie bereits zu lange gewesen, dass der Boden fast kahl war. Als die Hirten ihre Herden davon erzählten, waren alle Tiere hellauf begeistert. Sie freuten sich sehr, zu einer neuen Wiese zu gehen. Als die Herde sich gerade auf den Weg machte, humpelte Yoshi hinüber, um seinen Platz am Rand der Gruppe einzunehmen. Aber die anderen Schafe lachten ihn aus. "Mäh, du bist ja viel zu langsam, um den ganzen Weg ins nächste Tal zu laufen. Geh wieder zurück, du Trödler. Wenn wir immer auf dich warten müssen, kommen wir ja nie dort an. Hau ab, Yoshi." Zögernd blickte Yoshi auf. Einer der Hirten stand vor ihm und sprach: "Sie haben recht, mein kleiner Yoshi, kehr lieber wieder um. Diese Strecke ist wirklich zu weit für dich. Nun geh und bleib die Nacht über im Stall." Yoshi schaute den Hirten noch lange nach. Schließlich drehte er sich langsam um und humpelte fort. Als Yoshi oben auf den Hügel angekommen war, blickte er ins Tal hinab und sah die anderen auf ihrem Weg zur nächsten Weide. Noch nie hatte man ihn so im Stich gelassen. Eine große Träne kullerte aus seinem Auge über seine Nase und tropfte auf einen Felsen. Genau in diesem Moment bemerkte er, dass Annabel hinter ihm stand. Und Annabel sagte, wie sie es stets zu sagen pflegte, wenn Yoshi traurig war: "Sei nicht traurig, kleiner Yoshi. Gott hat einen besonderen Platz für alle, die sich alleingelassen fühlen." Und so begaben sich die beiden Freunde gemeinsam zum Stall. Als Yoshi und Annabel den Stall erreichten, ging die Sonne gerade unter. Der Horizont erstrahlte wunderschön im feurig roten Licht der Dämmerung. Die beiden Freunde betraten den Stall und fraßen etwas Heu aus dem Futtertrog. Sie hatten großen Hunger und das Heu schmeckte ausgezeichnet. Für einen Augenblick vergaß Yoshi sogar, dass man ihn zurückgelassen hatte. "Geh schlafen, kleiner Freund", sagte Annabel, als sie mit dem Essen fertig waren. "Du hast einen langen Tag hinter dir."
Yoshi war schrecklich müde. Also legte er sich in eine Ecke auf etwas Stroh und schloss die Augen. Er spürte, wie Annabelle sich an ihn kuschelte. Yoshi war richtig froh, sie als Freundin zu haben. Schon bald war Yoshi tief und fest eingeschlafen. Dann begann er zu träumen. Er träumte davon, rennen und springen zu können, genauso wie die anderen Lämmchen. Er träumte auch von langen Spaziergängen durch das Tal zusammen mit Annabelle. Und zuletzt träumte er davon, an einem Ort zu sein, wo er niemals zurückgelassen wurde. Ganz plötzlich weckte ihn ein merkwürdiges Geräusch. Annabelle, flüsterte er, wach auf, ich habe Angst. Annabelle hob ihren großen Kopf und sah sich um. Bis auf eine kleine Lampe, die an der Wand leuchtete, war der Stall dunkel. Jemand ist hier, flüsterte Yoshi. Sie schauten sich in dem wenig beleuchteten Stall um. In einer Ecke stand eine mit frischem Heu gefüllte Futterkrippe. Darin befand sich ein Baby. Neben der Krippe lag eine junge Frau im Stroh. Yoshi blickte Annabelle fragend an, als ob sie ihm erklären könnte, was dort gerade vor sich ging. Doch Annabelle war genauso erstaunt wie Yoshi. Yoshi sah wieder zu der Frau mit dem kleinen Kind und humpelte auf die beiden zu. Er blieb neben der Mutter stehen und schaute dem Baby ins Gesicht. Es weinte. Ihm war bestimmt kalt. Die Frau nahm das Kind zu sich und legte es neben sich auf das Heu. Währenddessen hielt Yoshi nach irgendwas Ausschau, womit man das Kind zudecken und wärmen könnte. Normalerweise lagen hier auch Decken herum, allerdings nicht an diesem Abend. Die Hirten hatten sie für ihre Reise durch das Tal mitgenommen. Dann fiel Yoshi ein, wie warm und weich seine eigene Wolle doch war. Vorsichtig begab er sich hinüber und schmiegte sich ganz dicht an das Kind. »Danke, kleines Lämmchen«, sagte die Mutter zärtlich. Schon bald hörte das Baby auf zu weinen und schlief wieder ein. Plötzlich betrat ein Mann den Stall und hielt einige Lumpen in der Hand. »Es tut mir leid, Maria«, erklärte er. »Das ist alles, was ich finden konnte.« »Mach dir keine Sorgen«, antwortete sie. »Dieses Lämmchen hier hält den neuen König schon warm.« »Ein König?« Yoshi blickte auf das Baby und fragte sich, wer das denn sein könnte. »Sein Name ist Jesus«, Maria sprach, als hätte sie Yoshis Frage gehört. »Gottes Sohn, er kam direkt aus dem Himmel, um uns Gott näher zu bringen.« Auf einmal knarrte die Tür wieder. Diesmal waren es die Hirten, genau jene, die Yoshi zurückgelassen hatten. Vor lauter Staunen machten sie große Augen. »Wir haben ein helles Licht gesehen und die Stimme der Engel gehört«, begannen sie. Dann erblickten sie Yoshi neben dem Kind. »Yoshi, weißt du überhaupt, wer dieses Kind ist?« »Er weiß es«, antwortete die junge Mutter. Sie schaute zu Yoshi und lächelte. »Gott hat deine Gebete erhört, kleines Lamm. Dieses Kind ist die Antwort.« Yoshi blickte auf das Baby hinunter. Irgendwie hatte er gewusst, dass dies ein besonderes Kind war und dass er gerade einen besonderen Moment erlebte. Nun wurde Yoshi alles klar. Es hatte also einen Sinn, dass er mit einem verletzten Bein geboren worden war. Wenn er sich gemeinsam mit den anderen Schafen auf dem Weg in das neue Tal gemacht hätte, wäre er nicht hier gewesen. Doch eben weil er anders als die übrigen Schafe war, musste er im Stall bleiben. So war er einer der ersten, die Jesus in dieser Welt begrüßen durften. »Du hattest recht«, sagte Yoshi zu Annabelle. »Gott hat wirklich einen besonderen Platz für mich.«